Freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Peter Heck. Ich bin Professor für angewandtes Stoffstoffmanagement am Umweltcampus in Birkenfeld, der einzige Null-Emissionen-Campus, den wir in Deutschland haben. Leite das Institut für angewandtes Stoffstoffmanagement, was ich auch gegründet habe vor 20 Jahren mit einigen Kollegen zusammen. Und dort machen wir ganz konkrete Beratung von Unternehmen und von Kommunen, national wie international im Bereich Stoffstoffmanagement, das heißt Optimierung von Metabolismen im Energiebereich, im Wasser, im Abfall, im komplett stofflichen Bereich. Und diese Optimierung ist in Richtung Nachhaltigkeit, das heißt Verringerung von Emissionen, Verringerung von Energieverbräuchen, Schaffung von Mehrwerten, Optimierung von Arbeits- und Lebensbedingungen. Also eigentlich alles, was die 17 SDGs so fordern, machen wir ganz konkret mit realen Menschen schon seit 20 Jahren und das sehr stark mit einer ökonomischen Komponente. Wir wollen beweisen und wir können das auch, dass Nachhaltigkeit in vielen Bereichen des beruflichen und privaten Lebens die bessere Geschäftsidee ist. Wir haben ein schönes Projekt gemacht, eines von unseren vielen Projekten, die wir gemacht haben, im Bereich Upcycling, wo wir sehr schön zeigen konnten, dass eine vernetzte Arbeit, vernetzte Denkweise zu vielen Wertschöpfungselementen führen kann. Wir nehmen Reststoffe von Gewerbe- Industriebetrieben, die die als Abfälle bezeichnen, packen dazu Ideen von jungen Designerinnen und setzen dann diese Ideen mit Menschen vom dritten und vierten Arbeitsmarkt um, um neue Produkte aus alten Reststoffen zu generieren und vermarkten das dann über einen Showroom oder über eine Webseite. Und zeigen somit sowohl der Kundschaft wie aber auch den Industrie- und Gewerbebetrieben, dass es eigentlich keine Abfälle gibt, sondern nur menschliche Dummheiten. Wir hatten eigentlich positive und negative Auswirkungen. Positiv ist, wir hatten Zeit, um uns neue Produkte auszudenken. Wir waren nicht so stark getrieben vom Markt. Negativ ist natürlich, dass wir sowohl bei der Produktion wie auch bei den Kundenkontakten nicht so frei agieren konnten, wie wir das normalerweise machen. Das heißt, wir waren bei der Akquise von neuen Materialien, bei der Transformation in die Arbeitsprozesse etwas gehindert, haben auf der anderen Seite aber Zeit gehabt, uns ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen mehr ja, in Design, Intelligenz zu arbeiten, also mehr über Produkte nachzudenken. Ja, ich denke, was wir alle gemerkt haben und wir als Forscher dann eben noch ein bisschen mehr, weil ein bisschen analytischer ist, dass man, um glücklich und froh zu sein, nicht jeden Tag irgendwie shoppen muss und irgendwelche unsinnigen Dinge erwerben muss. Man kann quasi auch sein tägliches Glück ohne permanenten Konsum darstellen. Das mag zwar die Industrie nicht gerne hören, aber ich denke, das ist eine wunderbare Erfahrung aus der Corona-Zeit, dass auch junge Menschen, die ja sehr stark Ziel von Marketingkampagnen sind, dass sie durchaus auch mal mit weniger Konsum ein ähnliches gutes Leben haben können. Das fand ich sehr, sehr interessant. Wobei ich mich gar nicht ausschließen will. Man bin ja auch konsumbetrieben und auch ich habe das als sehr entspannend gefunden, nach einer gewissen Zeit eben nicht konsumieren zu wollen oder zu können. Ich glaube nicht, dass es nachhaltig eine Veränderung geben wird. Wo es die geben wird, ist bei der Kommunikation, beim Einsatz von Technik, also nicht im Konsumbereich, sondern im Bereich der Kommunikation. Dort werden wir aus Kostengründen und weil dort eben auch rational entschieden wird, nicht emotional bauchmäßig, werden quasi gewisse Mobilitätsansprüche nicht mehr physisch haptisch durchgeführt werden, weil sie einfach ökonomisch auch unsinnig sind. Wir werden also weniger Flüge haben, weniger Zugreisen, weniger Hotelübernachtung, weniger Mietautobuchungen. Das heißt, wir werden in dem Bereich mit Sicherheit 10, 20% weniger Emissionen haben, mit all den Folgen für die Wirtschaft auch. Aber dort wird wohl ein nachhaltiger Effekt entstehen. Weltweit ist es auch schon ein erheblicher Beitrag zu einer Verbesserung der Situation. Eine sehr gute Frage. Und wir haben ja gesehen, dass bei den Menschen, gerade am Anfang der Krise,
so eine Panik ausgebrochen ist, dass sie die Dinge des täglichen Bedarfs vielleicht doch nicht immer haben. Traurig ist, dass das für die meisten Leute Toilettenpapier ist, aber das kann man leider nicht ändern. Aber das Bewusstsein, dass man nicht alles, was man täglich braucht, quasi auch in seinem unmittelbaren Umfeld hat und die Angst vor Knappheit, führt meines Erachtens dazu, dass der Wunsch, mehr Regionalität bei seiner eigenen Versorgung zu haben, gestärkt wurde. Wir hatten die Bewegung ja vorher, schon vor Corona. Jetzt haben wir sie, denke ich, in der Fläche noch mehr. Das heißt, alles, was sie regional anbauen und vermarkten können, hat im Moment einen guten Absatz. Das ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung, weil wir dadurch den Menschen wieder näher an ihre Produktionskapazitäten, an ihre Biokapazitäten heranführen können. Wir müssen im Nahrungsmittelbereich schauen, dass wir uns klimamäßig anpassen, dass wir aufhören damit, die Landwirte von den Flächen wegzutreiben. Wir brauchen Landwirtschaft, wir brauchen die Nutzung von Kulturlandschaft durch Produzenten von Materialien. Wir müssen uns mit den Landnutzern auf einem gemeinsamen Nenner einigen, was Produktion angeht, weil ohne die Menschen haben wir keine Chance, allein im Nahrungsmittelbereich gewisse Produkte dauerhaft für uns vorzuhalten. Wir müssen mit den Menschen, die nicht direkt in Deutschland produzieren, die weit weg produzieren, deren Produkte wir haben wollen, Möglichkeiten der Kooperation eruieren, wie deren Produktion abgesichert wird, sowohl ökologisch abgesichert, aber auch sozial, aber auch ökonomisch. Also wir müssen viel mehr darüber nachdenken, Menschen auch leben zu lassen durch unseren Konsum. Also nicht nur verkonsumieren wollen und billig konsumieren wollen oder nur ökologisch konsumieren wollen. Nein, wir müssen auch gucken, dass alle Menschen entlang der Kette leben können davon und auch selbst abgesichert sind. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viel Arbeit vor uns, das alles zu kommunizieren, zu organisieren und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen. Aber dann, glaube ich, kriegen wir schon mehr Resilienz in die Ketten. Es gibt ja schon kleine Ansätze wie solidarische Landwirtschaft, das kennen Sie vielleicht, wo die Resilienz eingebaut ist, weil Menschen mitarbeiten bei Landwirten, also selbst Hand an die Urproduktion legen. Also das Bewusstsein für das, was in diesem Jahr produziert werden wird, viel größer ist. Wir müssen das auf das ganze Gesellschaft übertragen, auch auf Nicht-Food-Produkte, die quasi alle einer Prüfung unterzogen werden müssen. Wo sind Schwächen in der Resilienz? Sind die überhaupt resilient? Und wenn ja, wie stark ist die Resilienz? Und dann müssen wir ganz aktiv Maßnahmen ergreifen und die auf das Produkt, als Produktkosten umlegen. Von den 17 SDGs, wenn wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen würden, wofür wir die Zeit nicht haben, halte ich unsere Politik im Moment immer noch nicht wirklich für glaubwürdig, dass sie es wirklich will. Die gesamte Gesetze, die gemacht werden, unterliegen nicht einer Nachhaltigkeitsprüfung. Na, weder die Gesetze im Verkehrsbereich, noch die Gesetze in der Landwirtschaftspolitik, noch die Gesetze im sozialen Bereich. Da gibt es nicht wirklich Nachhaltigkeitskriterien, anhand derer diese Gesetze abgeprüft worden sind. Solange das nicht passiert, brauche ich auch keine 17 SDGs. Also auch, wenn man nicht vergessen darf in der Krise natürlich die Leute, die eh schon prekär sind am Arbeiten, wo man dann auch diskutieren muss, ob ein Lockdown in Indien so viel Sinn macht, weil wenn ein Mensch von seiner Tagesarbeit leben muss, ein paar Dollar verdient und sie sperren ihn ein, er kann die Dollar nicht verdienen, dann ist die Frage, an was er stirbt, an Corona oder an Hunger. Und da merkt man auch wieder, wie ungerecht die Gesellschaft ist. Bei uns können wir die Leute einsperren und sie weiter alimentieren, aber in Indien, in Afrika, in Südamerika funktioniert das einfach nicht, ne? Und da ist dann ein Lockdown noch viel härter, noch viel schlimmer als bei uns. Und da würde ich mir wünschen, dass wir weniger Nabelschau machen und mehr mal auf diese Länder schauen und sehen, was unser gesamtes Handelssystem eigentlich anrichtet, nämlich dass Menschen so knapp quasi geschnitten sind, dass sie so eine kleine Krise eigentlich nicht wirklich überleben können, ne? Weil sie jeden Tag quasi von ihrer Hände Arbeit sich ernähren müssen. Das kennen wir ja gar nicht mehr in Deutschland oder in Europa. Und die regionale Wertschöpfung 2030 ist so aus, dass wir uns auf regionaler Ebene neu organisiert haben. Wir haben quasi unsere Lieferketten möglichst
kurz organisiert, was wir bei uns machen können, machen wir bei uns. Wir haben das auch unternehmerisch organisiert, das heißt nicht die gesamte Ineffizienz des öffentlichen Dienstes da reingepackt, sondern zumindest Public-Private Partnership, das heißt wir versuchen das ökonomisch auch effizient zu machen, leistungsorientiert, haben junge Menschen im ländlichen Bereich, die auch wieder mit Urproduktion was machen wollen, die selbst eigene neue Kaskaden an Wertschöpfung etabliert haben, mit viel Innovation, auch viel Digitalisierung, also die Kommunikation über Produkte, über Vermarktung läuft sehr zügig. Wir haben natürlich eine Veränderung des Ernährungsverhaltens. Die Bevölkerung akzeptiert, dass man quasi besser ein Stück Korn selber isst, als es vorher durch ein Schwein zu jagen, mit dem Verlust von 9 Energieeinheiten. Das hat man verstanden und versucht, sich möglichst aus der Region zu ernähren, hat auch akzeptiert, dass es saisonale Aspekte gibt, dass man im Winter nicht all das essen muss, was man im Sommer essen kann. Ich will das gar nicht zu puristisch definieren. Wir brauchen internationalen Handel, ja. Wir sollen auch Äpfel aus Neuseeland und Chile kaufen. Manchmal macht das auch Sinn. Das heißt, aber man weiß, dass es eigentlich das nächste Mal in der Region gut ist, mit Akteuren in der Region zu arbeiten, ihnen das Geld zu lassen, was ich sonst aus der Region hinausgebe. Das Geld arbeitet in der Region, ist ein gutes Geld und die Region wächst und ist stark und resilient und kann dann im Weltmarkt mit anderen Akteuren auch auf Augenhöhe kooperieren.